Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, Landwirtschaftssimulator Part 3 oder Folge 3, so wie man es auch nennen will. Und wir waren das letzte Mal in unserem Wald und haben uns hier dieses Hackschnitzel zubereitet. Schaut auf jeden Fall mal bei dieser Folge vorbei. Link unten in der Videobeschreibung zu diesem Video. Und wir fahren zum Hackschnitzel-Verkaufsladen oder wie es heißen soll. Im St. Willetten nur da oben. Santon So Mill oder wie es heißt. Das ist. Achso, jetzt weiß ich auch wieder, wo es ist. Damit können wir jetzt erstmal ein bisschen Kohle verdienen. Und wir haben in letzter Folge auch einiges an Tastenkombinationen herausgefunden, oder ich zumindest. Denn ich habe vieles nicht gewusst, zum Beispiel jetzt weiß ich hier, wo Umschalt rechts ist oder Umschalt links. Jetzt startet nämlich der Traktor auch schneller und fährt schneller an. Ich kann euch auch mal eine Folge machen. 10 oder ein paar geheime Orte oder Sachen, die wo in LS17 drin sind, wo aber fast niemand weiß. Und ja, da oben ist es jetzt dann bald. Wir tun jetzt ordentlich, aber immer die ganze Zeit schön Hackschnitzel machen und gleichzeitig Feldarbeit. Muss ich dann auch noch abchecken, ob da alles passt. Also, wo kann ich hier Hackschnitzel abladen? Ich glaube, hinter dem Haus kann man Hackschnitzel abladen. Weil das habe ich schon mal getan. Wie lange kann der beschleunigt, weil der Anhänger so voll ist? Ja, perfekt. Wir fahren hier dann gleich mal rückwärts hin. Wir fahren schon an Fragezeichen vorbei. Hier kannst du Hackschnitzel abladen und verkaufen. Natürlich mache ich das gerne. Und das wird mich jetzt, schätze ich, um die 20.000 bis 30.000 bringen. Und ja, das kann ganz schön was werden. 20.000 bis 30.000 könnte drin sein. I auskippen. Jetzt mal schauen. Ich hatte 47.000. Oh, schwach, schwach, schwach. Nur ganze 13.000 und 13.000 und 41 Euro nur. Aber ja gut, jetzt checken wir mal schnell aus, was hier so mit den Feldfahrzeugen los ist. Ob hier auch alles klar ist. Ich fahre mal das Rohr aus, um das Weizen mal in den Anhänger reinzuladen. Und der Grubber und so müsste auch fertig sein, alles. Alles fertig müsste sein. Best Deutsch forever. Alles fertig müsste sein. Geil. Gut. Wir müssen. Wie ging das Strubberladevorgang starten? Gut. Hoffentlich wird der Anhänger nicht. Lol. Hoffentlich wird der Anhänger nicht voll sein, sonst muss ich jetzt einmal hinfahren und wieder zurück und dann wieder hin, dann wieder zurück. Ich stelle euch mal was ein hier. Dass die Fahrzeuge auch anbleiben. Wo steht das denn? Motor mit Dingstartner. Automatisch Motorstart aus. Jetzt kann ich nämlich Motor ausmachen und Motor anmachen mit dem Enter. Nicht mit dem unten rechts im Enter, sondern mit dem groß fetten Enter. Ist der Anhänger schon leer oder voll, meine ich?
ist wahrscheinlich. Ist voll, ja. Was mache ich falsch? Achso, starten. Motor starten. Wir laden hier jetzt ab. So. Auskippen. Und dann werden wir jetzt dann auch die Zeit mal schneller machen. Wir fahren jetzt erstmal wieder zum Drescher hin und laden ihn ab. Jetzt leckt es wieder. Ich habe gerade im Durchschnitt, den ich verbrauche, bei 16 km/h 16 bis 17 Liter pro Stunde Verbrauch. Ich weiß nicht, wieso das in Stunden umgerechnet ist. In echt ist es ja, glaube ich, in Kilometer umgerechnet. Jetzt ist der Drescher aber dann auch leer. Und wir können das Rohr einfahren. So, der Drescher kann jetzt schon mal an dieses Feld da drüben hingefahren werden. Denn da wird dann die nächste Ernte stattfinden. Dafür müssen wir die Zeit jetzt dann vorspulen oder schneller machen. Zeit mal 5. Und ich mache hier mal Spielstand schnell. YouTube. Passt alle. YouTube. Passt. Und wir werden hier automatisch in einem Stand des. Skalierung ja, aber Pflanze macht zum schnell ist ja drin, okay. Weil es braucht insgesamt einen ganzen Tag, bis das durch die Pflanzen gewachsen sind und bis wenn du jetzt echt oder so drin hast, dann musst du auch in echt einen Tag warten, bis die Ernte fertig ist. Außer also hast du einen Mod, wo du vorspulen kannst. Den hatte ich mal für L15, habe aber spiele aber L17. Hier ist ein Wasserbrunnen, das muss ich mir merken, weil ich kann mir nie merken, wo die Wasserbrunnen sind. Die Erntemaschine ist, oder die Sämaschine ist auch fertig, passt hier alles. Hat die hier auch was Schönes angepflanzt, kontrollieren wir gleich. Feld 12 ist Raps angepflanzt, okay, passt. Dann können wir den Drescher hier hinstellen. Dann wird jetzt der hier genommen und Motor start. Wieso kann ich nicht losfahren? Habe ich was falsch gemacht? Ich mache mal schnell das aus. Okay, alles klar. Nice. Umschalt rechts und das. Hallo, wieso kann ich jetzt nicht mehr fahren mit dem? Ich will doch nur fahren. Er war noch so jung. Es hat noch alles funktioniert. Hallo. Hallo, fahr doch los. Wieso kann ich nicht losfahren? Hä, check ich nicht. Ich check gerade echt nicht, wieso ich nicht das machen kann. Ich mache mal Licht an. Hinten und vorne. Das muss man ja auch mal checken mit der ganzen Technik. Umschalt Ö. Geht ja nicht. Jetzt da müsste es gehen, ja.
Jetzt habe ich es gecheckt, wieso es nicht gegangen ist. Es war die Sperre zum Losfahren drinne, also die manuelle Gangschaltung und ich weiß nicht, wie man schaltet. Das muss ich bei jedem Fahrzeug rausmachen, wo ich kaufe. Hier ist es drin, jetzt kann ich auch immer hin und rückwärts zu fahren. Jetzt wird das hier mal gemacht, schnell. Das. Nein. So, dann Umschaltöl, dann einmal das hier starten. Passt. Hier wächst schön der Raps. Und ich fahre rüber zu diesem Feld und tue es ansehen. Und dann Gamepad 8 Pro Set hat einschalten, Fahrgasse einschalten, halbseitige Abschaltung, brauche ich alles nicht, keine Ahnung was es ist, habe ich noch nie benutzt, dann brauche ich auch nicht. So. Ja. Okay. Mit Raps können wir viel verdienen, deswegen pflanze ich viel Raps an. Wir müssen das Ganze hier jetzt auch wieder raus tun. Mal der ausmachen, das raus anmachen. Und wir können losfahren. Ganz viel Technik dahinter bei dem bei diesen Mods bei mir. Aber es macht auch Spaß, mit vielen Mods zu spielen. Also ich habe jetzt mindestens 300 bis 400 Mods und höchstens 500. Und ich benutze halt auch nicht alle. Und ja gut, früher, wo ich es nicht gecheckt habe, wo das die Maps sehr viel an Verarbeitung verbrauchen, habe ich dann mal gecheckt, weil ich habe ja mindestens die 20 Maps, habe ich gecheckt, dass ich die aus dem Spiel raus entfernen sollte, habe ich es probiert, auf einmal funktioniert es. Also es war wirklich nur an den Maps gelegen, falls ihr viele Maps habt, tut die alle aus dem Spiel raus, nee, weil sonst und es euch nicht geht, das macht den ganzen PC langsamer oder es geht überhaupt nicht. Weil ich war mal bei einem Freund von mir, wollte LS17 starten, musste ich aber ausmachen, habe angelassen beim PC, bin wieder gekommen, es hat immer noch geladen, nur weil die Map nicht war, dann habe ich es versucht und es ist gegangen. Aber ja gut, das kann nicht immer alles funktionieren. Bei mir funktionieren heute keine Rundumleuchten, das will nicht. Gut, jetzt fahren wir wieder zurück. Motor starten. Manuelles Getriebe ist schon aus, das ist gut. Und wir fahren zum Wald zurück. Achso, ich wollte noch sagen, auf einem anderen Kanal von mir und meinem Freund, schaut auf jeden Fall mal vorbei, wir haben es gesagt, bei einer bestimmten Anzahl von positiver Bewertungen werden wir 30 Euro für eine Super Magie-Truhe ausgeben und werden die dann kaufen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, denn ich habe ein Video da gemacht, wo ich die Nachthexe nicht gezogen habe, sondern ich habe sie halt dann gezeigt, weil ich sie aus einer legendären Truhe bekommen habe, die wo ich free aus einem Kampf bekommen habe. Und ja, das war halt dann gut. Weil mein Freund dann nur so, wo ich ihm geschrieben habe, Digga, was? Oh
Was auch mal doof ist, die könnten hier auch eine Einfahrt machen, dass man hier irgendwie auf den Feldweg rein kann. Da muss man ganz außenrum um die Map fahren. Also man muss jetzt am Shop vorbei, dann wieder mal bei den Kuhstall vorbei, außenrum am Kuhstall, dann außenrum fahren zum Wald. Und das ist echt dumm. Also da haben sie echt, haben die Hersteller echt was verpennt, aber man kann da trotzdem reinfahren. Blinker links, Blinker rechts, Blinker nirgendwo. Wir haben jetzt eigentlich, oh shit, Alter, wie schnell das Geld weggeht. Ich habe jetzt schon wieder minus 6000 Einnahmen sind schon wieder weg, nur durch Fahrzeuge, Helfer oder ich habe ja auch ein Fahrzeug zumindest gemietet und das kostet mich pro Arbeitstag 3900 und das ist ganz schön belastend. Wir stellen wieder unseren Anhänger hier drunter. Und dann schauen wir alle, wie schnell wir fahren. Ist klar, nice, geil. Geiles Deutsch. Ich weiß nicht, wieso die Züge nicht anhalten können oder so, aber ja gut. Motor stoppen, hallo. Motor stoppen, geht nicht. Da spacken die Züge immer rum. Aber passt schon. Ist mir auch egal. Wir werden uns jetzt dann bald mal. Ich meine eigentlich, wir könnten uns jetzt dann bald mal hier für Tiere etwas besorgen. Und zwar, wir brauchen dafür eine Futtermischmaschine. Wir brauchen einmal den hier, warte, habe ich hier irgendwo einen Zettel und einen Stift? Nein, habe ich gerade nicht parat. Ein Stift habe ich da und einen Zettel nehme ich jetzt etwas anderes. Ich schaue mal, ob ich darauf schreiben kann. Müsste ich schreiben können darauf. Also 25.000, 41.000. Dann, was brauchen wir noch? Was ist das? Ein Futtermischwagen mischt. Achso, das ist das. Oh shit. Ich komme da ins Mikrofon. Dann brauchen wir natürlich noch das für 9.500. 9.500. So einen Wagen brauchen wir nicht. Da kenne ich einen kleinen Trick, dass wir keine Tiere so holen müssen. Dann brauchen wir noch einen Traktor. Es muss ja kein mega großer sein, wenig schnell kleiner. Der reicht sogar der 87.000. 87.000. Und dann, was brauchen wir noch? Ja, stimmt. Da brauchen wir schon noch ein bisschen was. Hier Ballentechnik. Da brauchen wir einmal diese hier, ja, 102.000, aber da kommt immer mehr zusammen, 102.000, und dann brauchen wir noch den hier, 70.000, 70.000. Also sonst haben wir ja alles. Also ich muss dafür denken, doch. Wir brauchen noch was und zwar
Hier Feldhexe Schneide. Okay. Nein, nicht, es ist nicht hier dabei. Schneidwerke. Nein. Hey, wo war das dabei? Ist ja hier 38.000. Und dann müssten wir eigentlich hier alles haben. Aber das brauchen wir nicht. Das haben wir schon. Okay, da haben wir alles. Ich rechne es jetzt schnell hier aus. So, einmal unterstreichen. 0, 0, 5. 9 und 1 ist 10, 15, 15 und 9 ist 24, 24 und das ist 32, 2 und 3 gemerkt, 2 plus 4 ist 6, plus 8 ist 14, plus 10 ist 24, plus 3 ist 27, ist 7 arm, 2 gemerkt ist dann 3, 300, 372.500 Euro, Euro brauchen wir. Und das hier müssen wir dann auch sparen. Und da kommt noch einiges auf uns zu, wenn wir das alles brauchen. Ich blende euch jetzt oben rechts oder links oder unten rechts, blende ich euch jetzt mal ein, den Betrag, was wir brauchen. Ich meine jetzt, ja, die Folge wäre jetzt zu Ende. Wir werden jetzt eigentlich nichts mehr machen. Und dann sag ich ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst positive Bewertung da. Abonniert den Channel bitte und dann ciao.